Jojo Leute, jetzt kommt zu einer weiteren Folge PvP hier auf dem GommelHD.net Server. Und ja, wir haben auf jeden Fall schon eine Weile lang gesucht. Und ja, jetzt endlich einen Gegner gefunden. Und ja, ich wollte diese Folge ein bisschen was ansprechen. Und zwar, was jetzt generell um den Kanal so ein bisschen sein wird. Weil ich ja ein bisschen was verändern möchte. Oh ne. Und zwar werde ich da gleich zu kommen. Der Fall hit. Ja, auf jeden Fall, ich will hier auf dem Kanal ein bisschen was verändern. Und zwar will ich nicht nur Minecraft bringen. Oh Gott, ich wollte gerade gegen das Mikro geboxt. Will ich fix, du musst fix. Ja, machen wir mal fix. So, hab. Da ich einfach hier auch ein bisschen Abwechslung bringen will. Nicht nur die ganze Zeit Minecraft so. Wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, so ähnliche Videos, nicht unbedingt Gaming wie jetzt Google Myself oder irgendwas anderes, falls ich da mal, was mir da mal nochmal was einfällt, werde ich sowas bringen. Und ja, das habe ich ja schon mal gesagt. Also es wird aber, ich weiß nicht, ob es so häufig kommen wird, sowas anderes. Aber ich will es auf jeden Fall auch machen. Dann will ich auf jeden Fall auch Minecraft natürlich weitermachen, weil Minecraft ist einfach so ein Spiel, mit dem ich generell viel zu tun habe auch und mir das auch relativ viel Spaß macht auch. Deswegen spiele ich das auch und mir das eigentlich auch schon wieder was, so ein bisschen was bedeutet auch. Deswegen das auch. Und das ist halt einfach ein geiles Spiel auch, meiner Meinung nach. Es gibt ja da Leute, die sind da richtig strikt dagegen. Aber ich will zwei neue Faktoren reinbringen. Eins wisst ihr wahrscheinlich schon. Ich will ein bisschen mehr Counter-Strike bringen, mindestens einmal die Woche. Will ich das auf jeden Fall jetzt mal testen. Und ich will zur Abwechslung auch ein paar Flash-Games bringen. Einfach so Spiele, die man sich vielleicht runterladen kann. Oder keine Ahnung. Oh Gott, Alter, was geht mit seinem Brain ab, Alter? Oder keine Ahnung, so irgendwelche No-Sense-Spiele, also die gar keinen Sinn machen. Also richtig verrückte Spiele, das passt halt dann auch in Verbindung mit der Facecam, die ich ja auch angekündigt hatte. Oh mein Gott, ich habe gewonnen. Weil ich habe ja gesagt, wenn mein neuer Tisch alles da ist, meine ganze Ding-Ausstattung, was ich dann noch mir holen werde dazu. Ab dann werde ich auch wieder Facecam machen. Und ja, da passt natürlich dann auch gut dazu. Ich will auf jeden Fall so Flash-Games hinzufügen hier, weil ich hätte voll Lust aufs. Lol. Denn ich hätte voll Lust auf solche Flash-Game-Spiele, wie gesagt, so Spiele, wo man sich einfach nur denkt, what the fuck is this? Und da könnt ihr mir die natürlich dann auch in die Kommentare schreiben. Falls ihr da irgendwelche Ideen habt, dann werde ich die auf jeden Fall mal testen, weil ich, keine Ahnung, ich will auch hier ein bisschen Abwechslung bringen, weil die ganze Zeit nur andere Spielmodus so, aber in Minecraft so ist halt auch nicht unbedingt die größte Abwechslung, aber so andere Spiele zum Beispiel, so, keine Ahnung, was gibt's da? Letztens bei Steam gab es so ein Angebot für I'm a Bread. Entweder so ein Spiel, falls ihr das kennt, da ist man irgendwie so eine Toastscheibe, muss von einer Seite zur anderen. Irgendwie sowas in der Art. Und ja, also sowas ungefähr meine ich. Dann gibt es natürlich auch noch ja, so ähnliche Spiele halt einfach. Vielleicht auch irgend so ein kleines. Es gibt zum Beispiel auch irgend so ein The World, nicht The World hat das Game, sondern jetzt weiß ich nicht, wie es heißt. Irgend so ein MLG-Spiel mit Doritos und alles so. Ich weiß nicht, ob das GEMA-frei ist, wegen der ganzen Musik, die da drin ist. Aber ich glaube, ihr wisst, was für ein Spiel ich meine. Da läuft man halt so rum und muss so Leute töten und dann kommt der MLG Quick so voll alles laut überdröhnen und sowas zum Beispiel auch. Oder einfach so generell so kleine Spiele. Ja, würde ich auf jeden Fall sehr gerne machen, weil ich denke mir, das wird mir viel Spaß machen auch. Und das kann man natürlich dann auch richtig geil editieren, natürlich dann mit Facecam und dann die ganze Reaktion so, dazu werde ich auf jeden Fall dann richtig hart feiern. Und ihr könnt einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas auffallen würdet, weil, keine Ahnung, ich will einfach so ein bisschen Abwechslung reinbringen und ich wäre damit hundertprozentig einverstanden und mir wird es auch, ehrlich gesagt, viel mehr Spaß machen, auch viel mehr Abwechslung zu bringen, weil manchmal denkt man sich so schon so, man nimmt Minecraft auf und dann so, boah, ey, Minecraft manchmal, ne, den ganzen Tag so. Ist dann für mich manchmal schon ab und zu viel, weil ich könnte Minecraft eigentlich fast nicht den ganzen Tag spielen, also jetzt so PvP-mäßig meine ich, und ja, deswegen glaube ich, tut Abwechslung gar nicht so schlecht, bin ich entnickt, ich hoffe nicht, und ja, deswegen, ich hätte voll Lust auf solche Flash-Spiele einfach, weil ich stelle mir solche Spiele, ich sehe das ja manchmal bei anderen Leuten,
Und dann denke ich mir so, Alter, was ist das für ein Spiel? Das ist einfach der Wahnsinn. Ne, ich bin nicht geknickt. Egal. Und ja, ich würde es einfach. Bist du so rum? Ich würde es einfach richtig hart feiern. Und ja, also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben auf jeden Fall. Weil, keine Ahnung, mir wird es auf jeden Fall viel mehr Spaß machen. Und ich denke auch, dass da auch nicht so viele was, glaube ich, dagegen hätten. Weil ich würde dann halt irgendwie so machen, Jungs, dass ich. Wieso immer okay? Dass ich irgendwie. Keine Ahnung. Ich mach so einen Tag. Keine Ahnung, vielleicht so. Jetzt ganz. Nur so irgendwie, dass ihr euch irgendwie vorstellen könnt, wie oft das kommt. Ich würde also es ist kein fester Ablaufplan, war, jetzt kommen jetzt nur rein aus den Gedanken so, weil es würde theoretisch gar nicht gehen, weil die ja Mittwoch die PvP-Show ist, so wie ich es jetzt sagen würde. Also es wird ungefähr so dann sein, dass ich, also es wird ja erstmal so zur, hier wie so ein bisschen zum Testen erst. Also ich würde dann halt, Montag, also es ist kein Ablaufplan, wie gesagt, sagen wir einfach so, ich würde 2 Tage Minecraft bringen die Woche, dann ein Flash-Game, dann wieder 2 Tage Minecraft, und dann CSGO und eventuell so ein anderes Video oder dann anstatt das andere Video auch wieder Minecraft. Also es kommt, wenn von 7 Tagen kommen 5 Tage Minecraft und 2 Tage andere Videos, so Flash-Game, wo man dann so denkt, what the fuck ist das für ein Spiel, und natürlich dann ein CSGO-Video, weil CSGO will ich auf jeden Fall bringen, weil ich weiß nicht, wann dieses Video hier, also ich weiß schon, dass dieses Video herauskommt, 14.30 Uhr. Aber heute bringt Kai und Manuel, also Master Schnuggel nenne ich ihn einfach mal jetzt, gleich ihr wisst natürlich, wen ich meine, Master Tuki einfach, und Redshadow ein Video raus, wo sie über so das Momentane reden, weil die ja kein Minecraft mehr machen und so. Und ja, deswegen will ich hier CSGO anders werde ich es auch anbieten. Und ich hatte sowieso vor, wisst ihr ja auch. Und ja, deswegen sehe ich das auch gute Option. Und ich will es auf jeden Fall mindestens einmal die Woche machen. Das steht auf jeden Fall fest. Wollte ich ja auch schon, aber mal gucken, vielleicht bekomme ich es diese Woche hin. Und ja, was mir auch noch auffällt, ist, dass ich bis jetzt noch. Ich habe eigentlich fast noch gar nichts diese Ferien. Okay, doch, ich habe mir schon ein paar viel Gedanken gemacht über das. Über den einen Teil von der Abonnentenbrech, weil das auch. Relativ viel Aufwand auch braucht. Habe ich mir auf jeden Fall schon viel Gedanken gemacht. Aber für die anderen noch gar nicht so viel. Ich glaube, das werde ich dann morgen alles mal machen. Dann werde ich mich hier mit dem. Ich will dir noch nicht zu viel sagen. Wenn ich jetzt einen Namen sage, dann wisst ihr wahrscheinlich, was ich dran nehme. Das ist böse. Das muss ich auch noch machen. Oh Gott, okay. Ja, ich muss mich auf jeden Fall heute. Morgen. Doch heute. Wir haben es schon wieder viel zu spät. Wir haben es wieder 1:30, 2:30. Und ja, aber hauptsächlich geht es dieses Video hier um diese Veränderung hier, weil ich habe richtig Bock auf solche Flash-Spiele. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, oder so Multiplayer-Spiele wie heißt es denn? Hier das mit der The Line, nein, The Line nicht, wo man, oder generell auch andere Spiele, wo dann richtig viel Scheiße passiert, zum Beispiel auch momentan, ich spiele relativ viel, kann man nicht sagen. Ich spiele Need for Speed Most Wanted. Da passieren so viele geile Sachen. Aber Need for Speed Most Wanted würde ich, glaube ich, hier natürlich gar keine angucken, weil es einfach gar nicht die Leute dafür sind. Oh Gott, ja. GG. Und ja, ich glaube, das wird sich einfach, keine Ahnung, jetzt einfach so random Need for Speed hochladen, wo geile Sachen passieren, glaube ich, wird sich fast gar keine angucken. Aber keine Ahnung, ich finde zum Beispiel Need for Speed auch richtig geil. Aber das kann man halt nicht so als Flashgame beziehen. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall eine richtig, keine Ahnung, ich finde es einfach richtig nice. Und ja, ich werde auf jeden Fall noch jetzt ein Spiel spielen und dann mal gucken, was jetzt dann passiert. Natürlich wollte ich auch die Ferien relativ mehr streamen, aber die erste Woche Praktikum hat mich voll rausgebracht aus dem ganzen Ferienflow. Und jetzt ging die Woche hier schon wieder so schnell vorbei, das war auch krass. Und ja, das war halt wieder alles so ein bisschen, Aber das Abonnenten-Special, ich weiß nicht, wann ich das fertig haben werde. Muss mich da auf jeden Fall morgen mal hinsetzen. Muss ich auf jeden Fall machen. Und mal gucken. Mal, wann das dann alles fertig wird. Muss mir da auch noch die richtigen Leute draus suchen, für die, die mir dann da auch genügend helfen können. Und ich habe, glaube ich, auch schon mal, kann ja auch gleich sagen, was für von CSGO hier
Frag Edit oder irgendwie sowas gesagt, wo ich meine besten Stellen suche von ein paar Monaten und dann das zusammenschneide. Da habe ich jetzt heute erst mal wieder eins erspielt. Das war auf Cobblestone. Ich spiele ja fast nur Cobblestone. Aber nicht so wie Kyle Mane, ich spiele nämlich nur Cobblestone. Oh mein Gott, oh Gott, okay. Und zwar habe ich da erstmal zwei Leute geholt und dann habe ich hier meine ganze Welt gestorben. Und dann war ich halt noch allein gegen drei und habe das einfach noch geklatscht. Die Bombe war geplantet und habe das dann einfach noch easy geklärt so. Und sowas will ich da zum Beispiel reinschneiden oder halt generell, wenn irgendein krasser Frag passiert. So, wenn ich irgendeinen Flick mache. Ich habe zum Beispiel heute einen richtigen krassen Flick kassiert. Hätte ich den Flick gemacht, hätte ich den natürlich da reingeschnitten. So ist es natürlich nicht. Oh nein. Okay. Oh ne, das hatte predicted man. Oh ne. Und ja, sowas will ich da reinschneiden. Aber ich glaube, das habe ich schon mal irgendwie gesagt, erwähnt, irgend sowas. Habe ich das auf. Oh mein Gott, wie ich immer mit meinem Herz überlebe. Irgend sowas, glaube ich, habe ich das schon mal. Und ja. Deswegen. Mal gucken. Aber ich würde das auf jeden Fall auch machen. Aber ich habe halt. Ich kann halt das editieren kaum. Also. Wenn man jetzt zum Vergleich Biber nimmt, ich bin da eine richtige Null drin. Ich habe halt noch nie irgend sowas editiert. Ich habe mal, oh mein Gott, ich hätte ihn fast bekommen. Zum Spaß so einen richtig schlechten 4K RBP auf das 2 einfach so editiert. Das war so richtig schlimm. Ich habe mir irgendein Beat rausgepickt, wo ungefähr zusammenpasst. Und dann jedes Mal beim Schuss habe ich die Farbe kurz geändert. Das war so schlecht geschnitten einfach. Und ja, aber ich würde sagen, eventuell schneide ich das irgendwie zusammen. Oder ich schicke diese Demos, irgendjemand, der das kann, weil ich suche. Ich bin oft auf. Oh nein. Ich bin oft auf YouTube unterwegs und da findet man schon oft solche Sachen mit Edit und so. Und ja, da gibt es genug Leute, die man da anschreiben kann, die relativ unentdeckt. Er hat das echt gewonnen. Weil der die ganze Zeit rumbackt. Die relativ coole Edits machen auch. Und ja, ich habe da auch schon jemanden mal schon abonniert. Aber es ist was ganz anderes. Mal gucken, wie ich das dann mache. Auf jeden Fall werde ich so ein Edit auch machen als CSGO-Video. Und ja, auf jeden Fall könnt ihr jetzt in die Kommentare schreiben. Es wäre mir auch sehr wichtig, wenn ihr das in die Kommentare schreiben würdet. Und mit einem Like zeigt, ob ihr diese Idee gut findet. Und ja, ihr könnt auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, ob ihr die Veränderung. Ist jetzt noch keine Veränderung, weil ich noch nicht zugezogen habe. Ich will jetzt erstmal so eure Meinung wissen. Was ihr davon halten würdet, wenn ich ein paar andere Games hinzufüge. Wie zum Beispiel CSGO einmal in der Woche, das wollte ich ja festmachen. Dann ein Flash-Game die Woche und dann Minecraft so, weil ein bisschen Abwechslung auch sein. Und ich fände es auch, als Zuschauer finde ich es richtig gut. Ich bin ja selbst auch Konsument von YouTube-Videos. Und ja, ich gucke selber gern voll viel YouTube-Videos. Und ja, solche Flash-Games sind einfach nur geil, wenn man die richtig zusammenschneidet und den besten Moment dann so. Und dann so alles editiert so mit Facecam dann, wenn die am Start sein wird. Es wird dann halt alles kommen, wenn die Facecam da ist, wird eine fette Veränderung kommen. Und ja, auf jeden Fall könnt ihr das in den Kommentaren schreiben. Wäre mir auch relativ wichtig, wenn ihr das mal machen würdet. Und ja, und auch natürlich mit einem Like zeigen, wenn euch diese Idee natürlich gefällt. Und ja, das war's von dem Video. Und Boys, wir sehen uns dann morgen beim nächsten Video wieder. Wird wahrscheinlich ein CSGO-Video, ich weiß aber noch nicht. Muss ich gucken. Also CSGO kann man ja schon machen. Also wird wahrscheinlich ein CSGO-Video. Und ja, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.